Einen wunderschönen guten Morgen aus Uganda. Hier bricht der Morgen wieder an in Afrika. Ich muss ein bisschen leise sein. Es ist 6 Uhr. Alle schlafen noch. Herzlich willkommen zum neuen Video. Das ist mein letzter Tag hier in Uganda. Ich bin nach meiner Rundreise durch den Norden und Nordosten hier jetzt in Entebbe zurück. Heute Abend geht mein Flug zurück über Brüssel nach Berlin und ja, jetzt um 8.30 Uhr kommt jemand zum PCR-Test und danach will ich ein bisschen die Stadt erkunden und ja, ich nehme euch mit. Ich hoffe, es gefällt euch. Jetzt gibt's eine Roomtour. Hier liegt mein Rucksack schon, mein Bett, der hintere Ausblick ist auf den Viktoriasee und mein Bad mit Dusche. Schön, oder? Gerade hat es hier mächtig geknallt. Ich glaube, hier ist ein Avocado vom Baum gefallen. Jetzt schleiche ich mich mal dahin und gucke, die keimen immer besser als die, die es in Deutschland zu kaufen gibt. Ich hab sie. So, jetzt zeige ich euch die Unterkunft mal im Hellen. Hier ist mein Bungalow. Sieht man ja, Stativ steht da. Und hier ist gleich ein Avocadobaum, wo auch manchmal die Avocados aufs Dach fallen, was richtig laut ist, aber bestimmt sehr, sehr lecker. Hier ist eine kleine Bar mit Tanzfläche. Hier sind bestimmt des Öfteren mal tolle Partys. Jetzt stehe ich unter einem Mangobaum. Die sind noch ganz klein, die sind noch nicht reif. Hier hängen richtig viele Avocados. Und eine ist auch schon runtergefallen. Leider ist sie kaputt gegangen. Schaut euch mal an, wie groß die ist. Mit einem dicken Kern drinne. Ich glaube, den Kern, den nehme ich mit nach Hause. Hier eine Banane, die kennt man ja. Und hier sind noch andere riesige Palmen. Ja, also wirklich nicht nur der Name Secrets, sondern auch so eine geheime Unterkunftsempfehlung von mir. Hier ist die Einfahrt, auch alles wunderschön bepflanzt. Mit Security. Und wie es da hinter dem Tor weitergeht, das zeige ich euch nach dem Frühstück. Ich sitze beim Frühstück nun. Sie hat mir englisches Frühstück empfohlen, ist gar nicht so meins. Ich habe mir einfach wieder Früchte und Toast bestellt. Herzlich willkommen zum heutigen Video.
Ich bin in Entebbe in Uganda und der heutige Tag ist der Abschluss meiner Reise durch den Nordosten Ugandas. Und heute zeige ich euch die Stadt Entebbe, die früher Hauptstadt war, wo auch der internationale Flughafen ist. Aber inzwischen ist Kampala die Hauptstadt geworden. Ja, jetzt nehme ich euch mit. Wir gehen erstmal ein bisschen am See entlang und dann in den Botanischen Garten. So, hier ist meine Unterkunft von außen. Und sie sagt, ich soll jetzt hier lang zum See gehen. Ich laufe hier so und wen sehe ich da? Ein Affe. Da sitzen noch mehr weiter oben. Man muss immer ein bisschen aufpassen. Affen sind zwar niedlich, da oben kommt noch einer, aber nicht ungefährlich. Hey Affe! Große Klappe von weiter Entfernung habe ich. Schaut euch mal die Blumen an. So schön. Ich brauche dem Video gar keine Musik hinterlegen, weil hier von sich aus alles schon so schön ist und die Vögel singen. Hört ihr das? Ich habe wieder wen im Schlepptau. Ich sehe ihn schon, den See. Wer mir auf Instagram folgt, der hat sicher den Post gelesen über die größten Früchte, die ich kenne. Und das hier ist so ein Baum. Da hängt die Jackfrucht. Und da hängen auch welche. Also wenn man die auf den Kopf bekommt, ich denke, da muss man sicher ins Krankenhaus. Es ist einfach unglaublich. Ich bin kaum 100 Meter von der Unterkunft weg. Ich habe Affen gesehen, ich habe einen Jackfruchtbaum gefunden. Es ist so beeindruckend hier. Da ist er nun, der bekannte Viktoriasee. Wow. Sehr, ich bald in den See gefallen. No, ist okay. Ich hatte vorhin in der Unterkunft und auch George gefragt, ob ich baden kann im Viktoriasee, weil ich ja weiß, dass die afrikanischen Seen mit Bakterien und Viren verseucht sind, obwohl der hat ja einen Zufluss und einen Abfluss, den Nil. Aber ich zeige euch jetzt mal das Wasser. Ich glaube, hier möchte keiner schwimmen gehen. Es tut mir mal ein bisschen in der Seele weh, wenn die hier ihre Matatos oder Boda Boda putzen und alles in den See fließen lassen. Aber ich werde es nicht ändern können. Da fehlt einfach ein bisschen Aufklärung hier in Afrika. Hier ist heute Sonntagsputztag, direkt ab in den See alles. Jetzt gehe ich Richtung Strand. Ich bin schon ganz gespannt, wie es da aussieht, weil es ja hier nicht so einladend ist und ob es da so zum Schwimmen einlädt. Da kommt die Fähre. Die geht hier von Entebbe weg in den Nachbarort auf der anderen Seite des Viktoriasees. Mein Weg zum Strand. Also ob das der Weg zum Strand sein soll,
Hier ist so eine Schreinerei, sag ich mal. Ein Holzplatz. Jetzt gucke ich erstmal hier am Wasser entlang. Also das Wasser ist absolut grün. Hier ist das Fährterminal. So, ich bin jetzt hier am Fährterminal und ich kann euch sagen, es ist so heiß. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so dicht am Äquator war. Der geht ja hier, weiß ich nicht, 2 Kilometer südlich entlang. Hier liegt einfach so eine Jackfrucht. Ich kann euch ja mal zeigen, wie groß sie ist. Das ist meine Hand dazu. Alle wollen mir hier eine Bootstour anbieten, aber ich will ja nur wandern und mir alles anschauen. Polizei, mein Freund und Helfer, der da, seht ihr ihn? Der hat mir gerade den Weg gezeigt. Ich bin schon am Beach vorbei, also Beach heißt nicht gleich Beach, wie man sich es vorstellt. Und hier kommt jetzt erstmal ein dicker LKW für die Fähre. Und ja, ich gehe jetzt die Hauptstraße entlang zum Botanischen Garten. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier mit so einem Matatu fahre. Aber ich glaube, ich werde erstmal ein kleines Stück laufen. Bin ja gestern genug Auto gefahren. So ist nochmal der Blick, wo ich gerade herkomme. Diese Straße bin ich lang gelaufen. War schon sehr geschäftig. Ich traue mich immer nicht so, die Einheimischen zu filmen. Die gucken manchmal so sehr böse. Und jetzt geht's hier berghoch. Einmal durch ganz Entebbe durch zum Botanischen Garten. Was ich ein bisschen erschreckend finde, dass nahezu alle Kinder, die mir hier entgegenkommen, rufen, gib mir Geld. Ich finde, es ist nicht die Lösung, hier immer mal einen Dollar zu geben. Es muss eine andere Lösung her. Und hier hinter mir seht ihr die Menschen. Die gehen jetzt gerade zu ihrer Osterfeier in die Kirche. Hier hinter mir seht ihr das Forschungsinstitut von Entebbe. Und vorne, passt mal auf, einen wundervollen Blick über den Lake Victoria. Hinter mir seht ihr nochmal den Eingang des Forschungsinstituts. Hauptsächlich wird natürlich hier AIDS erforscht, aber inzwischen natürlich auch Corona. Wahrscheinlich ist meine PCR-Probe jetzt hier angekommen. Um von meinem Guesthaus oder vom Fährterminal zum Botanischen Garten zu kommen, muss ich praktisch einmal über die komplette Insel oder Halbinsel laufen. Weil mein Guesthaus und das Fährterminal, die sind auf der westlichen Seite und der Botanische Garten ist nach Osten. Ich bin jetzt ziemlich weit oben und habe hier einen tollen Blick auf den Stadtteil, in dem ich lebe. Falls ihr nicht so einen Test gebucht habt wie ich, gibt es hier auch überall in der Stadt Test and Fly. Also das ist kein Problem. Ich bin jetzt an der Hauptstraße. Hier gibt es tatsächlich auch Ampeln. Steht sogar dran, wie lange ich warten muss. Und die Hauptstraße ist ganz zentral, geht hier durch ganz Entebbe. Und egal wo man lang geht, man kommt immer wieder an der Hauptstraße an. Hier ist auch eine moderne Mall, die Victoria Mall, die ist gleich dort vorne. Und hier rechts ist der Botanische Garten und der Zoo. Ich bin jetzt hier schon angekommen. Hier auf der Seite ist der Botanische Garten. Aber ich habe mich entschlossen, erstmal noch ein bisschen an der Waterfront entlang zu laufen und dort zu schauen. Und den Botanischen Garten als letztes zu machen, denn da kann ich bestimmt was richtig Leckeres essen und mich ein bisschen entspannen, bevor es auf den langen Heimflug geht.
und die gucken mich an wie Auto. Tja, was mir in der Zeit hier in Uganda aufgefallen ist, dass hier relativ wenig Europäer leben. Im Gegensatz zu Tansania in Arusha leben so viele Deutsche, die ich kenne. Und dann noch die ganzen anderen Europäer dazu. Also da ist schon mal ein großer Unterschied. Angela von meiner Unterkunft hat mir übrigens nicht empfohlen, Google Maps hier zu verwenden. Ich kenne das ja schon. Ich bin ja schon mal im Busch gelandet. Das Video verlinke ich euch hier. Da bin ich auch mit Google Maps durch Sansibar gewandert. Bin völlig im Busch gelandet, so dass mir Einheimische den Weg zurück zeigen mussten. So, jetzt sind wir hier an der Waterfront. Das ist der Botanical Garden Beach. Und ich lasse mich jetzt mal überraschen. Meistens war es jetzt hier immer alles kleiner als erwartet. So, hier komme ich jetzt nicht weiter. Da soll wohl der Hafen sein, aber es ist nicht zu sehen. Ich kann ja mal hier durchgucken. Ein paar Boote sind da, aber es ist alles abgesperrt. Ich komme nicht rein. Da sind ein paar richtig große Vögel, die sind echt. Der hat gerade seine Flügel ausgebreitet. Wahrscheinlich ist ihm warm. Da ist noch einer. So, Schwimmen ist verboten. Schau mal, wie es hier aussieht. Nur um euch mal die Wasserfarbe zu zeigen. Also die Farbe, die ihr seht, ist echt. Da ist kein Filter drauf oder sonst irgendwas. Das Wasser ist einfach grün und kein Millimeter durchsichtig. Das Wasser ist so wenig einladend. Hier möchte ich nicht mal die Hand reinhalten. Aber so ähnlich habe ich es auch erwartet. Es ist so heiß. Der spaziert hier erstmal so ein bisschen über die Straße. Der ist echt ganz schön groß. Ich schätze mal, der ist mindestens 1 Meter groß. Originalabstand, kein Zoom. Ach, der will in den Zoo. Hier ist der Zoo. Hier ist das Uganda Wildlife Conservation Education Center. Da werden gleichzeitig auch die Ranger ausgebildet. Was man so alles entdeckt, seht ihr auch was? Ich glaube nicht. Passt mal auf, ich gehe mal dichter. Die hängen hier. Viele hängen hier.
zwischen Laternenpfahl und Zaun. Und die sehen alle anders aus. Die sieht auch hübsch aus. Also wenn von euch jemand mal hier zufällig in Entebbe einen Tag verbringt, ihr könnt euch den Weg an den Strand da unten sparen. Ihr habt es gesehen, da ist es nicht wirklich was schön. Ich gehe jetzt in den Botanischen Garten, mal schauen, wie es da aussieht. Die Empfehlung habe ich allerdings von einer Deutschen bekommen. So, willkommen zum Botanischen Garten. Yes, this is the time for garden, mommy. How are you? Good morning. Is that the entrance? Yes, this is the entrance. There. Yes, there. Okay. How are you? Fine, thank you. Hier sind draußen schon fantastische Bäume und da hinten sehe ich schon wieder so einen Jackfruchtbaum. Da ist Osterparty irgendwo. Überall ist Gospelmusik heute. Und hier ist der Eingang vom Botanischen Garten. Hier stehen die Preise. Foreign. Das ist wieder klar, dass die Einheimischen weniger bezahlen wie ich. Kamera, Videokamera, Videoshooting, ui. Ich habe sogar eine Eintrittskarte bekommen, ganz schön groß, aber kein Plan, wo ich hier lang gehen soll. Okay, schauen wir mal. Also der Übersetzer sagt, der heißt Kanonenhallenbaum und da sind so richtig wunderschöne Blüten und das sind da wahrscheinlich dann die Kanonen. Hier liegen die Früchte, die dann abgefallen sind. Und so sieht es innen aus. Jetzt gehe ich mich erstmal hier ein bisschen erfrischen, wo die Musik herkommt. Akku aufladen für mich und für Sandy. Ui, die gehen hier baden. Ui. Ja, habe ich ja gehört, dass die hier alle nicht so gut schwimmen können. Aber selbst hier sieht das Wasser nicht viel besser aus. Kleiner Strandspaziergang gefällig. Tiere sind da auch drin, aber ich weiß nicht, ob die nicht vergiftet sind, so grün wie das Wasser ist. Mein deutscher Kontakt hat mir empfohlen, hier gegrillten Fisch zu essen. Das mache ich jetzt. Hier ist so ein kleines Lokal und ich setze mich hier direkt an den See. Und hinter mir, da verfolgen mich irgendwie Asiaten, die rufen mich die ganze Zeit schon. Ich weiß nicht, was die wollen. Schauen wir mal. Oh, hier ist es ein bisschen luftig, sehr schön. Ich glaube, das ist nichts für mich. Die haben mich auch gefragt. Das wäre was für mich. Die können mich mitnehmen. Mein Essen ist da. Wow. Die fischen jetzt hier. Die werfen das Netz rein. Dann ein kleines Stück und ziehen es wieder raus. Großer Gott, da ist einer aufs Meer getrieben, auf dem See. Der kann überhaupt nicht schwimmen, der benutzt nur die Arme und nicht die Beine.
Alter sich hingelegt, dann geht's ja. Und das sind die, die man hier noch retten muss. Jetzt der Strand vom Botanischen Garten. Da hinten sieht es noch aus nach Hotels. Ist halt mächtig was los, weil halt Feiertag ist, ne? Ich habe mich schon wieder verlaufen. Also eigentlich müsste der Weg noch weitergehen, aber da geht es nicht lang. Da ist alles nass wie so ein Sumpf. Und hier ist auch kein Weg weiter. Jetzt muss ich wieder umkehren. Hier hat irgendwer sein Lager aufgeschlagen. Voller Müll. Aber gut, dann drehe ich wieder um. So, die trainieren hier hinter mir irgendeinen Tanz oder so. Keine Ahnung. Haben laute Musik an und vor allem die an dieser Seite, die üben irgendeine Synchronisation ein. Wie diese Rankelpflanzen den Baum bewachsen haben. Hier ist ein Fluss, der ist relativ klar. Da kann ich mich hier ein bisschen erfrischen. Weiß zwar nicht, wo das Wasser herkommt. Das sieht mir aus wie Kaffee. Wahrscheinlich wilder Kaffee oder so. Wie alt diese Bäume sein müssen. Wahnsinn! Ich habe ein bisschen Angst, dass hier Tiere sind, wenn ich hier so durchs Gebüsch wandere. Der Baum, den ich euch gerade gezeigt habe, ist übrigens ein Ficus elastica rox irgendwas. Die schimpfen, dass ich sie gestört habe hier beim Angeln. Vor Kühe habe ich immer ein bisschen Respekt. Jetzt wedelt sie schon mit dem Schwanz. Ah, die hat keine Hörner. Oh, ich glaube, hier ist kein richtiger Ausgang. Ich frage den mal. Hoffentlich kann er Englisch. Schöner Mist, jetzt bin ich hier irgendwie in so einem Ghetto gelandet. Aber ich bin keinen illegalen Weg gegangen. Mal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Ui, ich hab's geschafft. Ja, jetzt suche ich mir einen Buddha Buddha und lass mich zurückbringen, da wo ich herkomme. Juhu, ich bin wieder in einem zivilisierten Stadtteil. Hier ist gleich die Hauptstraße. Ich habe jetzt noch zwei Dinge zu erledigen. Und zwar brauche ich noch Sugarcane. Und zwar viel für alle meine Lieben zu Hause und noch irgendwas Besonderes. Mal schauen. Hier gibt es nämlich auch eine große Mall. Das Problem ist, ich habe keine Maske. Ich weiß nicht, ob die mich da jetzt wieder rausschmeißen. Habe ich alles ausgepackt, weil ich da, wo die Masken sind, immer mein Geld drin habe jetzt. Der übliche Gang durch den Supermarkt wieder.
Ginger. Aber sowas kaufe ich alles auf dem Markt gleich. Ja, sah auch nicht anders aus wie in anderen Supermärkten, in anderen Ländern. Und ich fand es relativ teuer. Teurer als in Deutschland oder Südafrika. So, jetzt gehe ich darüber. Oh, mein Handy hat eine Schramme. Wie ist die denn da hingekommen? Ich bin auf dem Rückweg und boah, ein beeindruckender Blick hier. Ich habe mich jetzt mal schon hier absetzen lassen, weil ich hier so einen wunderschönen Blick habe. Und die letzten Meter bis zum See, die laufe ich jetzt. Hier ist ein dicker Jackfruitbaum. Da bin ich wieder. Genau zur geplanten Zeit, also wie ich das hingekriegt habe. Wow, die Wolken. Tschüss, Entebbe. Schön war's. So, ich bin im Flughafen. Der Counter ist noch nicht geöffnet. Ist ganz lustig hier. Wenn man hier reinfahren will, muss man erstmal durch so eine Sicherheitskontrolle, da wird der Fahrer erstmal gefilzt und das Auto. Dann als nächstes wird man von so einem Drogenhund angeschnüffelt, alles Gepäck, alles. Dann muss man den PCR-Test vorzeigen, der wird abgestempelt und den Pass. Und dann muss man durch die normale Sicherheitskontrolle, die man kennt. Aber das ist ja nur die, die zum Flughafen reinführt. Die richtige kommt später. Hat euch das Video gefallen? Ich will es beenden an derselben Stelle, wie ich es begonnen habe, mit dem Blick auf den Viktoriasee. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann einfach hier unten auf Abonnieren klicken.